fuck? Wow, ist das wieder, wo die ganzen Messer geblieben sind. Mein Gott. Die Kerzen sind zu weich. Leider kann ich sie deswegen nicht mitnehmen. Sie versteht mich. Sie wird mir helfen, Rache zu nehmen, bevor ich sie fand. War ich so alleine. Er steckt so fest darin, dass es sich kein Millimeter bewegen lässt. Schade, das ist ein wirklich schöner Dolch. Weil du auch keine anderen Sorgen hast, oder Mädel? An einigen Messern hängen Schlüssel. Ich muss die Messer herausziehen, ansonsten komme ich nicht an die Schlüssel ran. Ich kann die Messer nicht herausziehen. Warum nicht? Brauchst du Fleckenlöser dafür? Pinzette? Na gut. Belassen wir es erstmal dabei. Wo kommt das Blut her? Das ist auf jeden Fall kein frisches Blut. Ich muss es irgendwie beseitigen. Da bin ich mir ganz sicher. Außerdem ist noch jemand anderes in diesem Haus. Ich bin doch nicht verrückt. Gegenstände befinden sich an einer anderen Stelle, wenn ich einen Raum erneut betrete. Ich höre Schritte. Gestern habe ich es im Flur gesehen. Ich habe Fleckenlöser. Ein Zahn. What the hell? Das Blut war eben doch noch nicht da, oder? Jetzt doof. So, Badezimmer. Okay. Verwende die Teile zur Reparatur des Föhns. Schau dir die Gebrauchsanweisung für weitere Tipps an. Das Ding muss hier so stehen. Toll, man sieht natürlich nicht, welche Blöcke. Also es muss auf jeden Fall so leuchten. So. Das Ding muss hier drauf. Das Ding da drauf. Und das Ding da drauf. So. Der muss runter, oder? Ja. Ach, und das Teil. Hier fehlt was. Alter. Das könnte nützlich sein. Alter, seriously? Ich habe mir jetzt einen Föhn zusammengebastelt. Was ist denn für ein Föhn? Okay, dann schmelzen wir das Eis mit unserem Superföhn. Yeah. Ein Eimer. Und sonst alles vereist. Sonst scheint nichts an diesem Eis mehr zu sein. Ein Eimer. Seriously. Ankommen. Diesen Anhänger hatte Mutter Heather gegeben. Warum lag er im Brunnen? Können wir mit der Pinzette vielleicht den Ring daraus püddeln? Ja, wunderbar. Da ist der Ring. Da ist the Ring. Okay. Was sollen wir hier noch machen? Kann es sein, dass die Kerzen immer noch brennen? Ich glaube, dass etwas in dieser großen Kerze versteckt wurde. Vielleicht sollte ich sie anzünden. Okay. Natürlich brennt sie viel schneller ab als alle anderen. What? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja, stimmt. Das Ding in der Uhr. Mein Gott, ist das denn jetzt bitte? Eine Hake. Was soll ich denn mit einer Hake? Mit der Hake vielleicht die Messer rausziehen? Ach nee, mit der Hake kann ich hier die Blätter von der Treppe machen, genau.
um zu entdecken, dort ist nichts. Oh doch, ein kleiner Puppenarm. Okay, der kleine Puppenarm gehört zu der Schachtel in der Küche. Wähle die richtige Position für die Arme und Hände aus. Schau in dein Tagebuch nach Hinweisen. Ah! Geht es so und dann runter? Huch! Was? So. War das ungefähr so? Ja, nicht ganz so. So ungefähr. Ja, auch nicht ganz so. So. Hoch. Und dann so hoch und so. Hey! Oh no! Oh no, come on! Warum? Ich zeichne mir das mal kurz ab. Das dauert. Das dauert uns ewig, bis wir das haben. Und das bringt uns nichts, wenn es uns dann immer wieder rauswirft und sich dann immer wieder zurücksetzt. Einen Moment. Also so. So und so. Und so, so und so ungefähr. Okay, schauen wir mal. Okay, so. Dann ganz hoch. Und ungefähr so. Ups, und das Ding runter. Na komm her. So. Nee. Das müsste eigentlich richtig sein. Drunter, schräg, runter. Angewickelt? Ach, das ist schwer. So. Also hoch, oder geht es ja gerade hoch? Das ist ja... Also so. Huch, und dann noch ungefähr so. So? Oder so? Dann runter, angewinkelt und hängen lassen. Ah! Eine Sonnenbrille. Okay. Eine Sonnenbrille. Gut. Was soll ich hier noch tun? Oh, irgendwie habe ich das befürchtet. Jetzt fällt mir nur noch etwas von ihren Haaren. Okay. Etwas von ihren Haaren. Aber was? Ich habe hier keinen Kamm oder dergleichen. Diese Schlüssel sind alle für den Keller. So viel ist sicher. Irgendwoher noch ein Haar von ihr oder sowas. Oder irgendwas, das sie den Haaren getragen hat. Aber wo finde ich das? Wahrscheinlich im Badezimmer, würden die meisten vermuten. Waren das nochmal? Hier. Aber. Ich kann hier nichts mehr tun. Obwohl es ja noch leuchtet, das ist das Interessante. Ich kann mir halt die Kiste mit der Szenerie nochmal anschauen, aber etwas mitnehmen oder so kann ich hier nicht.
Etwas von ihren Haaren habe ich nicht. Oder etwas, das sie im Haar getragen hat. Ich glaube kaum, dass sie Totenköpfe in ihrem Haar getragen hat. Hier sind auch keine Haare drauf, beziehungsweise jedenfalls nichts, was ich mitnehmen könnte. Das Einzige, was es noch was zu tun gibt, ist halt der Raum da unten, aber wie? Und wo? Weil hier ist nichts mehr. Das habe ich halt nicht, ne? Das Feuerzeug bringt es ja nicht. Was ist etwas anderes? Oh, was war denn da? Achso, das kann ich nicht aufheben. Okay. Ja! Lass das! Hm. Oh. Mach mal einen Dosenöffner. Das wollte das Spiel mir sagen. Ach, schau mal hier. Natürlich die verrostete Dose. Ein Plastikbeutel, mit dem können wir jetzt ins Schlafzimmer gehen und wahrscheinlich das aufheben, was da unten drin liegt. Haare. Eine Haarsträhne. Und dann gehen wir hier hin und oh Gott, ich will gar nicht. Ich will es gar nicht. What the fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 verkackte Schlüssel. Für 8 Schlösser. An dieser scheiß Türe. Oh mein Gott, ich will gar nicht. Okay. Ich stelle nochmal sicher, hier gibt es nichts mehr zu tun. Vorerst. Okay. Gehen wir in den Keller. In dem Licht brennt. Seit wir in dem Kerzenland sind. Die ist schon seit Jahren verschlossen und trotzdem brennen die Kerzen. What the fuck? Ich gehe sicherlich nicht runter, es ist viel zu dunkel. Ich könnte schwören, dass ich dort jemanden gesehen habe. Sind hier noch irgendwo Kerzen? The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. House. We used to spend all our time there.
was she trying to tell me? Szene 2. Gut, aber ich würde sagen, wie es das nächste Mal weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zuschauen und sage tschüss.